Elon Musk ist ein kontroverser Mensch. Vielleicht ist er auch ein Alien, aber das kann ich nicht beurteilen. Stattdessen möchte ich heute all den Argumenten auf den Grund gehen, die gegen ihn kursieren. Elon Moschus hat unbestreitbar viel Gutes für die Menschheit getan und tut es weiterhin. Aber er hat auch weniger schöne Seiten und genau diese werden wir heute beleuchten und schauen, was dahinter steckt. Ist er wirklich ein Schmarotzer? Hat er sich seinen Reichtum ergaunert? Wie konnte er in so kurzer Zeit zum reichsten Menschen der Welt werden? Und ist er ein gieriger Kapitalist ohne Empathie? Wir werden in dieser Ausgabe diese und viele weitere Fragen beantworten. Wir fangen die heutige Ausgabe mit einem schnellen Starship-Update an. Der Rest der heutigen Ausgabe hat nicht direkt mit Raumfahrt zu tun, aber Elon hat sich in den letzten Jahren als die wichtigste Person für die Raumfahrt und für einige andere Branchen etabliert und das darf man nicht außer Acht lassen. Ich versuche es heute fair zu halten und nur Dinge zu beurteilen, wo mir ein Urteil zusteht. Wir werden heute definitiv viel Schmutzwäsche waschen. Also hoffentlich ist deine Waschmaschine gewartet und geschmiert. Na, neugierig geworden? Dann gleich Mars-Chroniken abonnieren, das Video liken und auf los geht's los. Los! Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mars-Chroniken. Mein Name ist Sirwan und ich habe die Raumfahrtnachrichten für dich. Also fliegen wir gleich los, dann kommen wir früher an. Wie immer starten wir das Starship-Update mit der neuesten Übersicht von Brandon Lewis. B7 ist schon seit längerem fertig und hat sich schon sehr vielen Tests unterzogen. S24 wurde erst vor kurzem fertig gestapelt. Natürlich hat SpaceX schon die nachfolgenden Prototypen in den Startlöchern. B8 steht kurz vor der Fertigstellung, genauso wie S25. Werfen wir mal einen genaueren Blick auf B7. Dieser Prototyp wurde nach seiner ersten Testrunde zurück zur Werkstraße gebracht, nachdem ein Betankungsfehler dazu geführt hatte, dass der Methan-Downcammer beschädigt wurde. In der Szene hatte man B7 damit schon abgeschrieben, aber kurze Zeit später war er schon wieder auf dem Weg zum Testgelände und unterzog sich weiteren Tests. Ob und wie erfolgreich diese Tests waren, kann man leider nicht sagen, da dieses Mal keine Bilder geleakt wurden. Der Booster scheint aber halbwegs in Ordnung zu sein und befindet sich schon wieder in der Werkstraße. Ich verwende hier die Bilder von What About It, die von Chief vor Ort aufgenommen wurden. Daher ein riesen Dank an die gesamte Y-Family für eure Arbeit und diese unglaublichen Bilder aus erster Hand. Hier sehen wir S24 im Hochschutz, wie das Frachtsegment inklusive Nasenspitze an die Tanksektion geschweißt wird. Du siehst, wie sich das Schiff gleichmäßig um die eigene Achse dreht. Das heißt ziemlich sicher, dass hier gerade der Schweißroboter zum Einsatz kommt. Was auch in letzter Zeit immer häufiger zum Einsatz kommt, sind Methantanker, die die neuen Methantanks befüllen. Das deutet darauf hin, dass wir bald mit Triebwerkstests rechnen können. Was auch auf Triebwerkstests hindeutet, sind die zahlreichen Triebwerke vor Ort. NASA-Spaceflight.com hat aufgerüstet. Sie haben nun Live-Kameras in McGregor, Texas installiert. Das gibt uns die Möglichkeit, die Triebwerksentwicklung näher mitzuverfolgen. Die Kameras zeigen, dass SpaceX beinahe täglich mehrere Triebwerke auf den zahlreichen Testständen feuert. Vor einigen Wochen explodierten zwei Triebwerke an zwei Tagen. Keine 70 Stunden später feuerten neue Triebwerke. Bei anderen Unternehmen hätten solche Explosionen erst einmal zur Folge, dass das ganze Programm für Jahre auf Eis gelegt wird. Bei SpaceX implementiert man, was man gelernt hat und macht weiter. Im Moment werden hier täglich zwischen 3 und 8 Tests durchgeführt. Manchmal nur einige Sekunden und manchmal mehrere Minuten lang. Die Kameras zeigen auch, dass die neue Raptor-Fabrik schon Form annimmt. Diese Fabrik soll einmal fertiggestellt jeden Tag ein Triebwerk raushauen. Das ist einfach unglaublich. Solche Triebwerke sind hochkomplexe Geräte. Es wird aber notwendig sein, wenn SpaceX 1000 Starships mit den dazugehörigen Boostern bauen möchte. Alles schön und gut, aber wann findet der orbitale Testflug statt, möchtest du jetzt vermutlich wissen. Nun, ich habe auf Twitter gelesen, dass SpaceX wieder vermehrt Personal nach Boca Chica zieht. Auch Gwynne Shotwell hat in einem Interview vor kurzem verkündet, dass sie diesen Sommer anpeilen. Das könnte auch ein subtiler Hinweis darauf sein, dass sie damit rechnen, die Flugerlaubnis der FAA, der US-Luftfahrtaufsichtsbehörde, zu erhalten. Auch wenn die Genehmigung noch nicht erteilt ist, so ist SpaceX mit Sicherheit in ständigem Austausch mit der Behörde. Es ist leider noch immer nicht klar, ob der Test von Boca Chica oder vom Cape aus stattfindet. Ich tippe aber auf Boca Chica, denn Florida braucht sicher noch länger, bis sie in der Lage sind, einen Testflug durchzuführen. Felix von What About It meint, dass er damit rechnet, dass dazu B8 und S24 verwendet werden könnten. B8
P7 hat bislang als Testartikel hergehalten und könnte demnächst verschrottet werden. Auf jeden Fall ist noch jede Menge zu tun, bevor SpaceX wortwörtlich abheben kann. Gerüchten zufolge können wir im Juni oder Juli mit einem Flug rechnen. Aber ob sich das ausgeht, dass vorher noch alle Triebwerke montiert und getestet werden, kann ich dir beim besten Willen nicht sagen. Und wenn, dann müsste bis dahin alles glatt laufen. Und wie wahrscheinlich ist das? Es geht immer irgendwo etwas schief, gerade wenn man neue Technik testet. Und hier handelt es sich überall um neue und großteils unerprobte Technik. Der letzte Stand ist, dass die FAA ihr Ergebnis am 31. Mai verkündet. Aber dieser Termin wurde auch schon mehrmals verschoben. Was denkst du? Geht sich diesen Sommer noch ein Starship-Orbitalflug aus? Bevor wir zum Elon-Teil der heutigen Ausgabe kommen, möchte ich dir noch meinen heutigen Sponsor vorstellen. Meine lieben Damen und Herren, ich präsentiere AG1 von Athletic Greens. AG1 ist seit einigen Wochen fester Bestandteil meiner Morgenroutine geworden. Denn neben der Tatsache, dass es mir sehr gut schmeckt, beinhaltet es auch noch 75 Vitamine, Mineralstoffe, lebende Kulturen und vieles mehr aus echten Lebensmitteln. Es ist glutenfrei, ohne Eier, ohne Zuckerzusatz, enthält keine Nüsse und keine Milch. AG1 enthält keine künstlichen Farbstoffe, Aromen oder Konservierungsmittel. Wie gesagt, es wird nur aus echten Lebensmitteln hergestellt. AG1 hat in meinem Fall in wenigen Wochen zu einem ausgewogeneren Energiehaushalt geführt. Ich merke, dass sich meine Muskeln nach dem Sport besser und schneller erholen und eine andere Sache hat sich bei mir auch sichtbar verändert. Die Haut hier bei den Fingernägeln ist besser geworden. Ich hatte immer wegstehende Haut über den Fingernägeln. Das ist in kürzester Zeit verschwunden. AG1 kommt in Pulverform. Ein Messlöffel davon in 250 ml kaltem Wasser auflösen und für den besten Erfolg in der Früh auf nüchternen Magen trinken. Ich trinke AG1 nicht nur gerne, weil es gut für meinen Körper und meinen Geist ist, sondern weil es auch noch umweltfreundlich und klimaneutral hergestellt wird. An dieser Stelle möchte ich schon noch dazu sagen, dass Nahrungsergänzungsmittel keine ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung und gesunde Lebensweise ersetzen, sondern nur unterstützen können. Also, wenn du nicht nur dir und deinem Körper etwas Gutes tun willst, sondern auch noch einen jungen YouTuber unterstützen möchtest, dann probiere jetzt AG1 über den Link in der Videobeschreibung aus und erhalte noch einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie 5 praktische Travel-Packungen zu deiner ersten Bestellung dazu. Für Neukunden gibt es obendrein noch eine Willkommensbox mit dieser hochwertigen Aufbewahrungsdose und einem Shaker. Also lass dir das tolle Angebot nicht entgehen und schlage jetzt zu. Okay, kommen wir zurück zum Hauptthema der heutigen Ausgabe. Elon Moschus. Wer Mars-Chroniken schon länger schaut, weiß, dass ich ein großer Fanboy bin. Daher fällt mir das heutige Thema nicht unbedingt leicht. Elon hat ohne Frage schon viel für die Menschheit getan, aber er hat auch einige nicht so schöne Seiten. Ein Grund für dieses Video ist, dass es mir wichtig ist, dass man seine Motive und Hintergründe besser versteht. Außerdem hatte ich in der ersten Ausgabe von Mars-Chroniken versprochen, diese Ausgabe zu produzieren. Er möchte den Mars kolonisieren. Warum den Mars? Und wer ist dieser Elon Musk überhaupt, von dem alle reden? Genau darauf und auf viele weitere Fragen möchte ich euch in diesem Channel Antworten bieten. Das waren noch Zeiten. Ich möchte dich an dieser Stelle ermutigen, deine Meinung in die Kommentare zu schreiben. Erst recht und genau dann, wenn du mit einem Punkt nicht einverstanden bist. Denn nur kommen wir zusammen und können unseren Horizont erweitern. Also eines der gängigsten Argumente gegen Elon ist, dass er nur dem Geld hinterher ist. Das stimmt zumindest teilweise. Denn das, was er vorhat, geht einfach nicht ohne Geld. Er wollte damals mit PayPal das Bankenwesen revolutionieren. Es lässt sich darüber streiten, wie erfolgreich er damals war. Denn man hat ihn aus dem Vorstand gewählt. PayPal hat sich aber als Revolution herausgestellt. Mit diesem Abenteuer hat Elon 180 Millionen US-Dollar verdient. Wenn er wirklich nur dem Geld hinterher gewesen wäre, hätte er das Geld damals einfach in ein sicheres Portfolio mit Microsoft, Apple und einigen anderen Wertpapieren angelegt. Die restliche Zeit hätte er damit verbringen können, in Privatjets um die Welt zu fliegen und auf Yachten Cocktails mit Supermodels zu schlürfen. Hat er nicht gemacht. Stattdessen hat er seinen ganzen Reichtum aufs Spiel gesetzt, weil er eine Vision hatte. Und noch immer hat. Er hat 100 Millionen in SpaceX gesteckt, 70 Millionen in Tesla und 10 Millionen sind an SolarCity gegangen. Er war deswegen schon mehrmals am Rande des Ruins. Mehrmals musste er sich Geld von Freunden leihen, um seine Miete zahlen zu können. Und das, nachdem er 180 Millionen US-Dollar verdient hatte. Und zwar aus folgenden Gründen.
SpaceX hat er gegründet, um das irdische Leben multiplanetar zu machen. Nicht, weil er glaubt, dass die Erde bald unbewohnbar sein wird, sondern weil er der Menschheit eine Versicherung bieten wollte. Ich meine, wir wären theoretisch schon dazu in der Lage, uns selbst in wenigen Stunden vollständig auszulöschen. Dazu braucht es nur den nervösen Finger eines aufgebrachten Präsidenten. Selbst wenn das nicht passiert, wird die Erde in einigen Millionen Jahren nicht mehr bewohnbar sein. Und wann ist der beste Zeitpunkt, sich auf etwas vorzubereiten, wenn nicht jetzt? Natürlich haben wir die dazu notwendigen Technologien noch nicht, aber genau das soll SpaceX ändern. Aber Sirwan, SpaceX macht doch so viel Kohle. Jein. SpaceX ist profitabel, weil du nichts verändern kannst, wenn du nur auf Spenden angewiesen bist. Dazu braucht es ein profitables Geschäftsmodell. Aber Sirwan, Millionen von Jahren ist doch so weit in der Zukunft. Warum sollen wir jetzt schon andere Planeten besiedeln? Darauf kann ich nur sagen, was, wenn es so lange oder annähernd so lange dauert, bis wir eine selbsterhaltende Kolonie auf dem Mars errichtet haben? Außerdem ist meiner Meinung nach Raumfahrt unglaublich inspirierend und von den wissenschaftlichen und technischen Erkenntnissen profitieren wir alle. Nein, Sirwan, nur Elon profitiert von SpaceX. Das stimmt nicht. Denn vor einigen Tagen erst hat Elon eine Vereinbarung mit Brasilien geschlossen, wonach er 19.000 Schulen in abgelegenen Regionen Starlink-Internet zugänglich macht. Und Internet ist heutzutage unabdingbar für den freien Zugang zu Informationen. Ich rede hier nicht von 19.000 Schülern, sondern von ganzen Schulen. Als der Premierminister der Ukraine nach dem Angriff auf sein Land um Starlink-Internet gebeten hat, hat Elon nicht gezögert und in Kooperation mit der US-Regierung tausende Starlink-Empfangsschüsseln geliefert. Damit hat er sich zum Ziel für politische und ich befürchte auch physische Angriffe aus Russland gemacht. Das würde er doch nicht machen, wenn er einfach nur dem Geld hinterher wäre. Er hat übrigens auch beim Vulkanausbruch in Hunga Tonga Starlink zur Verfügung gestellt. Dazu habe ich eine eigene Ausgabe, die findest du hier in der Infobox. Ach ja, bei Hurricane Ida und Hurricane Laura hat er auch Hilfe geleistet. Bezos, Zuckerberg, Gates und Konsorten haben sich alle nicht durchringen können, in all diesen Situationen zu helfen. Das nächste Argument ist, je nachdem aus welcher Perspektive man kommt, folgendes. Elon ist Linksextremist und Elon ist Rechtsextremist. Er ist weder das eine noch das andere. Er ist ein Verfechter der Meinungsfreiheit und möchte das Beste für die Erde und die Menschheit. Genau das bereitet der etablierten Elite Bauchschmerzen. Denn er nimmt sich kein Blatt vor den Mund. Das ist auch richtig so. Gefühlt herrscht generell gerade im Internet und ganz besonders auf Twitter eine Kultur, dass jeder, der nicht Ja und Amen sagt, sofort als Nazi und Extremist bezeichnet wird. Wertvolle politische Diskussionen sind nur mehr sehr rar gesät. Ich glaube, dass es auf mangelnde Bildung zurückzuführen ist. Denn wer weiß, was die Nazis für Verbrechen begangen haben, wird nicht so leichtfertig mit diesem Wort um sich werfen. Die Ärzte haben schon vor Jahren gesagt, lasst die Leute reden und lächle einfach mit. Die meisten Leute haben ihre Bildung aus der Bild. Und die besteht nun mal, wer wüsste das nicht, aus Angst, Hass, Tit und dem Wetterbericht. Außerdem sollte niemand die Arroganz besitzen, davon auszugehen, dass er oder sie das Recht hat, niemals mit etwas konfrontiert zu werden, was er oder sie nicht mag. Die Menschen sind in meinen Augen viel zu sensibel und nicht in der Lage, konstruktive Diskussionen zu führen. Elon meint auch bezüglich des ganzen Twitter-Debakels, dazu kommen wir auch gleich, dass er hofft, dass auch seine schlimmsten Feinde auf Twitter bleiben und sich dort frei ausdrücken können. Während andere ganz offen dafür sind, Meinungen zu zensieren. Zensur ist ein sehr heikles Thema, aber ich denke, dass die westliche Welt, zumindest auf Ebene der Regierungen, halbwegs vernünftige Gesetze hat. Und das sagt auch Elon. Er will, dass sich jeder im Rahmen des Gesetzes frei ausdrücken kann, ohne von einem Twitter-Mitarbeiter zensiert zu werden, der selbst eine gewisse politische Meinung vertritt. Also alles, was in Richtung Aufruf zu Gewalt oder ähnlichem geht, soll nicht erlaubt sein. Aber es soll jedem Menschen gleichermaßen erlaubt sein, seine Meinung kundzutun. Sirwan, Elon hat Twitter nur gekauft, um seine Macht auszubauen. Er hat seine Absichten dargelegt. In meinen Augen sind das gute Absichten. Ich verstehe nicht, was so schlimm daran sein soll, dass jeder sagen kann, was er will, solange es sich im gesetzlich erlaubten Rahmen bewegt. Und natürlich möchte er seinen Einfluss auf Twitter ausbauen, damit er Dinge ändern kann. Das geht nun mal nicht mit freundlichen E-Mails an den Kundenservice. Die werden dir was pfeifen. Es ist auch nicht der erste Milliardär, der sich ein Medium gekauft hat. Jeff Bezos ist der Eigentümer der Washington Post. Mark Zuckerberg gehört Facebook, Instagram und WhatsApp. Und damit scheint auch niemand ein Problem zu haben. Das ist, weil diese beiden kein Problem damit zu haben scheinen, dem Etablissement zu gehorchen. Je nachdem, wer gerade an der Macht ist,
gibt auch den Ton in diesen Firmen an. Elon hat seine Überzeugungen und er ist nicht bereit zu kuschen. Er zahlt keine Parteispenden. Er gibt keine Milliarden für Lobbying in Washington und Brüssel aus. Er ist der Überzeugung, dass das Produkt für sich selbst sprechen muss. Keines seiner Unternehmen hat eine Marketingabteilung. Bezos und Zuckerberg spenden gewaltige Summen an politische Parteien. Deswegen sind sie ihnen gegenüber gnädiger gestimmt. Elon hat sich gegen das Etablissement aufgelehnt und kritisiert sie mit einer großen Reichweite, ohne sich ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Und genau das wird ihm scheinbar gerade zum Verhängnis. Du solltest dir unbedingt den Film Don't Look Up ansehen, wenn du das noch nicht gemacht hast, denn da geht es genau darum, dass die Elite nach eigenem Belieben das Narrativ kontrolliert. Denn die haben alle selbst ihre Interessen, die sie verfolgen. Es gibt so viele Senatoren und Kongressabgeordnete, die Anteile an Rüstungsunternehmen halten und dann ganz zufällig genau diesen Unternehmen die Aufträge zuschanzen. Ja, aber Sirwan, Elon hat oder wird für den Erwerb von Twitter 44 Milliarden US-Dollar ausgeben. Damit hätte er so viel Gutes tun können. Dazu zwei Sachen. Seine Absichten sind, den Algorithmus offenzulegen. Verstehe nicht, was daran schlecht sein soll. Er möchte es ganz klar kennzeichnen, wenn an deinem Tweet herumgeschustert wurde. Bislang wurden Tweets hinauf oder hinunter gerankt, ohne dass es ersichtlich war. Ganz nach Belieben des Algorithmus oder eines Mitarbeiters, der nicht oder doch deiner Meinung ist. Also tut er hier ganz klar etwas Gutes für die Redefreiheit. Und dann habe ich noch eine schnippische Antwort für dich. Wenn es dich so sehr stört, dass er 44 Milliarden für Twitter ausgibt, dann verdiene mal selbst so viel, dann kannst du damit tun und lassen, was du willst. Außerdem solltest du dich weniger darüber ärgern, was Elon mit seinem persönlichen Eigentum macht, als was unsere Regierungen mit unserem Steuergeld anstellen. Das Hartz-IV-System in Deutschland ist marode und das Land schrieb zumindest vor Corona jährliche Budgetüberschüsse. Menschen in der Armut lassen, aber dann über Nacht 100 Milliarden für das Militär locker machen. Und in Österreich spielen sich noch viel absurdere Sachen ab. Politiker werfen mit meinem und deinem Steuergeld um sich und nach Unternehmen, in die sie selbst oder nähere Verwandte investiert haben. Die kommen damit davon. Aber genau die kontrollieren das Narrativ und Elon ist ihnen ein Dorn im Auge, weil er ihnen den Spiegel vorhält und den Finger in die Wunde legt. Jetzt kommt ein Argument, das ich in letzter Zeit auch regelmäßig gehört habe. Sirwan, Elon kann mit nur 6 seiner 200 oder 300 Milliarden den Welthunger beseitigen. Nun, selbst David Beasley, der Direktor der Welternährungsorganisation, der diese Diskussion angestoßen hatte, meinte selbst, dass das nicht stimmt. Mit diesem Geld kann man 42 Millionen Menschen vor dem akuten Verhungern retten. Dafür muss ich etwas ausholen. Das Problem ist nicht, dass es zu wenig Lebensmittel auf der Welt gibt. Das Problem ist die Politik. Es sind Kriege und Infrastruktur. Es ist keine Frage der Menge der Lebensmittel, sondern eine Frage der Verteilung. Jeder Mensch, der hungert, ist einer zu viel. Dass wir uns hier richtig verstehen. Und hat Elon geholfen? Keiner weiß es zu 100%. Kurz nach dieser Diskussion hat Elon Tesla-Aktien im Wert von 5,7 Milliarden US-Dollar verkauft und an eine nicht genannte gemeinnützige Organisation gespendet. Das habe ich nicht erfunden, dazu gibt es Belege der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC. Ich verlinke dir die zwei Artikel dazu, welche auch zum SEC-Beleg führen, in der Videobeschreibung unten, falls du dich selbst davon überzeugen willst. Und noch eine Sache, Elon ist eine einzige Person. Es gibt Banken, Versicherungen, Öl- und Kohlegiganten, die diese 6 Milliarden wöchentlich als Gewinn verbuchen. Es gibt auch Regierungen, die über weit größere Ressourcen verfügen als Elon. Warum beenden die nicht den Welthunger, wenn es denn so einfach zu sein scheint? Nur so eine Anregung zum Nachdenken am Rande. Stimmt schon, dass Elon theoretisch der reichste Mensch der Welt ist, aber er hat kein Cash. Diese Unternehmen, die ich eben genannt habe, verfügen über Unmengen an Bargeld. Aber das wird lieber in Form von Boni und Dividenden ausgeschüttet oder einfach nur gehortet. Wenn Elon Bargeld haben möchte, dann muss er Tesla-Anteile verkaufen. Damit gibt er jedes Mal ein Stückchen Macht bei Tesla an jemand anderen ab. Also sein Bargeld kostet ihm jedes Mal Einfluss bei einem seiner Babys, wo er Herzblut, Schweiß und Tränen hineingesteckt hat. Und wenn wir schon bei Tesla sind. Sirwan, Elon hat Tesla gar nicht gegründet. Ja, das stimmt. Aber als er begonnen hat, in Tesla zu investieren, hatte Tesla nichts. Sie hatten kein einziges Patent angemeldet. Sie hatten noch nicht einmal den Namen registriert. Erst durch seine Vision und seinen Drive ist Tesla zu dem geworden, was es heute ist. Zu den Patenten noch. Alle Patente von Tesla sind Open Source. Das heißt, jeder, der sie verwenden möchte, darf sie kostenlos verwenden.
Elon meinte in einem Interview, dass sie die Patente auch nur angemeldet haben, damit sie kein anderer anmeldet und die restliche Welt davon abhält, diese Technologien zu verwenden. Ein weiteres Ziel von Tesla war und ist es, den Übergang zu erneuerbaren Energiequellen zu beschleunigen. Als Tesla begonnen hat, haben die großen Automobilhersteller alle noch nicht daran gedacht, umzurüsten. Erst als Tesla begonnen hat, ihnen Marktanteile wegzuschnappen, sind sie auf den Zug aufgesprungen. Natürlich kommt es darauf an, aus welcher Quelle der Strom für das E-Auto kommt. Idealerweise ist es aus erneuerbaren Quellen, wie Sonne oder Wind. Aber selbst wenn es aus dem Kohlekraftwerk kommt, wurde die Energie effizienter gewonnen als durch die ineffizienten Verbrenner in den Autos. Aber was ist mit den Batterien? Die sind doch extrem umweltschädlich. Nein, die Tesla-Batterien werden aus Eisenphosphat hergestellt. Und das ist zu 100% recycelbar. Silvan, Elon ist ein Schmarotzer, denn seine Unternehmen wären alle nichts ohne den Förderungen und Krediten, die ihnen gewährt wurden. Da hast du recht. Keine Frage. Aber man muss das auch differenziert betrachten. Als Tesla zum Beispiel 2008 den Kredit der US-Regierung erhalten hat, haben sie ihn ein Jahr später inklusive Zinsen zurückgezahlt. Die anderen Automobilhersteller haben die Kredite einfach verschluckt und haben das eher als Förderung und Krisen-Bailout gesehen. Die Gelder, die SpaceX von der NASA und anderen behördlichen Stellen erhält, sind tatsächlich alle keine Förderungen. Das sind Zahlungen für Dienstleistungen. Und das sind Dienstleistungen, die SpaceX zum Bruchteil des üblichen Marktpreises anbietet. Also spart sich der Steuerzahler hier einen Haufen Kohle. Erst vor kurzem hat SpaceX auch den neuen deutschen Satelliten nMAP gestartet. Also hast auch du dir etwas gespart dank SpaceX. Und all die Steuernachlässe und Förderungen, die seine Unternehmen erhalten, erhalten auch andere Unternehmen, die in diesen Branchen arbeiten. In diesem Fall muss man sagen, don't hate the player, hate the game. Tesla ist aber mittlerweile weit mehr als ein Automobilhersteller. Tesla steigt gerade in großem Stil in das Geschäft mit Energiespeichern ein. Auch Robotik wird ein immer wichtigeres Thema werden. In Zusammenarbeit mit SolarCity wird Elon dafür sorgen, dass große Teile unseres Energiebedarfs aus Sonnenenergie gedeckt werden. Silvan, Teslas sind Schrottkarren. Ich bin ein paar Mal Tesla gefahren und habe selbst nicht viel daran auszusetzen. Bin aber auch kein Automobilkonnoisseur. Vielleicht sind die aktuell verfügbaren Teslas noch nicht am oberen Ende des Qualitätsspektrums angekommen. Aber sie sind in Wirklichkeit seit wenigen Jahren in der Massenproduktion. Sie lernen und ich bin davon überzeugt, dass sie in einigen Jahren genau die gleiche Qualität in der Fertigung haben wie dein Benz oder dein Audi. Und hier passt noch ein Argument sehr gut. Elon versteht nicht alles von der Technik und hat selbst nichts gebaut. Er ist vielleicht kein super Experte in jedem Bereich. Muss er auch nicht sein. Dafür hat er seine Spezialisten. Er ist aber technisch ausreichend bewandert, um sich problematische Aspekte von den Spezialisten erklären zu lassen und dann diesen dabei zu helfen, zu einer Lösung zu kommen. Ich habe auch schon das absurde Argument gehört, dass Elon selbst nichts baut. Okay, aber so funktioniert das auch nicht. Er ist der Kapitän und gibt das Ziel vor, hilft beim Design und sorgt dafür, dass genug Kohle da ist, dass das Umfeld passt und den Rest machen die Leute, die dafür bezahlt werden. Er wäre auch wirklich niemals in der Lage, all die Raketen und hunderttausenden Autos eigenhändig zu bauen. Da widerspreche ich auch nicht. Okay, Silvan, aber er tut sonst nichts für die Welt. Naja, was ist mit der Boring Company? Elon ist sich dessen bewusst, dass wir in vielen Großstädten ein gewaltiges Verkehrsproblem haben. Wir bringen viele Menschen auf engstem Raum in hohen Gebäuden unter. Aber unsere Straßen sind zweidimensional. Die logische und einfache Lösung in seinem Kopf ist es, die Straßen ebenfalls dreidimensional zu gestalten. Man könnte natürlich fliegende Autos erfinden. Aber das würde das Sicherheitsempfinden vieler Menschen stark reduzieren, wenn ständig irgendetwas über ihren Köpfen herumfliegt. Daher möchte er mit der Boring Company die Straßen unter die Erdoberfläche verfrachten. Tunnel bohren ist keine Erfindung von Elon, aber es ist eine weitere, sehr teure Angelegenheit. Daher hat er es sich zur Aufgabe gemacht, hier den Preis auch massiv zu senken. Es gibt bereits einen Tunnel in Las Vegas, der in Betrieb ist und gut ankommt. Das Ganze soll mit Tesla bzw. selbstfahrender Technologie gekoppelt werden, um maximale Sicherheit garantieren zu können. Silvan, der Kerl ist wahnsinnig. Er möchte uns allen Chips implantieren, damit er uns kontrollieren kann. Es stimmt, dass Neuralink an einem Gehirn-Computer-Interface arbeitet. Aber dieser Chip wird in den nächsten Jahrzehnten im besten Fall Menschen mit Lähmungen und Gehirn- und Nervensystemverletzungen heilen. Im schlechtesten Fall kommen die Forscher an einen Punkt, wo sie nicht weiter wissen. Und wenn die Technologie ausgereift ist, hätte ich nichts dagegen, in Echtzeit auf das gesamte Wischen
Und wenn die Technologie ausgereift ist, hätte ich nichts dagegen, in Echtzeit auf das gesamte Wissen der Menschheit zugreifen zu können. Ich möchte keinesfalls unter den ersten Versuchskandidaten sein, denen so ein Chip ins Gehirn gepflanzt wird. Aber irgendwann vielleicht schon. Würdest du dir so einen Chip implantieren lassen? Schreib es mir in die Kommentare. Sirwan, wach doch auf! Er tut nichts Gutes für die Umwelt. Ich möchte nicht lügen. Ich habe ihn noch nie gesehen, dass er persönlich einen Baum pflanzt. Aber er hat einige coole Aktionen gebracht. Ich nenne dir jetzt in schneller Abfolge eine Reihe seiner wohltätigen Aktivitäten. Er hat 100 Millionen US-Dollar an die XPRIZE Foundation gespendet. Diese haben das Geld in einem Wettbewerb für Carbon Capture Technologie ausgeschrieben. Also, wenn du eine Idee hast, wie man am effizientesten Kohlenstoff aus der Atmosphäre holt, dann hast du dank Elon und der XPRIZE Foundation die Möglichkeit, hier einen Preis in Höhe von 100 Millionen US-Dollar abzuräumen. Nicht um dir eine Yacht zu kaufen, sondern um an deiner Idee arbeiten zu können. Dann hat er bei der Aktion Team Trees 1 Million US-Dollar gespendet und somit dafür gesorgt, dass 1 Million Bäume auf seinem Mist wachsen. Dadurch hat er auch andere reiche Leute angeregt, sich an dieser Aktion zu beteiligen. Gates, Zuckerberg und Bezos haben sich hier nicht blicken lassen. Elon hat bei der Inspiration 4 Mission, welche insgesamt 243 Millionen US-Dollar für die Kinderkrebsforschung gesammelt hat, 50 Millionen US-Dollar beigetragen. Jared Isaacman hat übrigens auch 100 Millionen US-Dollar für diese Aktion gespendet. Insgesamt hat er für die Wasseraufbereitung in US-Schulen rund 1 Million US-Dollar gespendet, damit Schülerinnen und Schüler das Leitungswasser in ihren Schulen trinken können. Obwohl das eine Aufgabe der Regierung wäre. Aber die ist wohl mit Wahlkämpfen und Schmutzkübelkampagnen und Essen mit Lobbyisten beschäftigt. Er spendet regelmäßig Geld und Unterrichtsmaterial für Lehrer und Schüler. Viele dieser Aktionen gehen nicht direkt über ihn, sondern über die Musk Foundation. Eine von ihm gegründete und finanzierte Non-Profit-Organisation. Texas hat ein Drittel der Bevölkerung Deutschlands, aber die Hälfte des deutschen Bruttoinlandsprodukts. Die Volkswirtschaft und Mathe-Genies unter euch wissen schon, was das bedeutet. Texas hat ein viel höheres BIP pro Kopf als Deutschland. Auf gut Deutsch, sie sind theoretisch um ein Drittel reicher. Aber Elon spendete 1,2 Millionen US-Dollar an die Organisation Feeding Texas und Good Neighbor Suppenküche. Denn die Regierung kümmert sich nicht genug. Kannst du dich noch an die 19.000 Schulen in Brasilien erinnern? Die Musk Foundation hat mit der UNICEF Giga Connect ins Leben gerufen. Diese Initiative hat es sich zum Ziel gesetzt, allen Schulkindern der Welt einen Zugang zum Internet zu ermöglichen. Macht das einer, der nur dem Geld hinterher ist? Sag es mir in den Kommentaren bitte. Ganz besonders während der Pandemie wurde vielen Kindern der Zugang zur Bildung verwehrt. Ohne Internet zu Hause konnten sie selbst auch nicht wirklich viel machen, ohne in Verbindung mit den Lehrern und Kollegen zu bleiben. Viele Kinder haben viel Zeit verloren. Das war ein Anreiz für diese Initiative. Er hat letztes Jahr auch 20 Millionen US-Dollar an die Schulen in Cameron County gespendet, da es denen vorne und hinten an Ressourcen gefehlt hat. Dann hat er noch 10 Millionen an die Stadt von Brownsville gespendet. Dazu habe ich einen detaillierten Beitrag in diesem Video in der Infobox produziert. Warum muss eine Einzelperson Geld an Schulen und Städte in einer der theoretisch reichsten Gegenden der Welt spenden? Das sollte doch die Aufgabe der Regierung sein. Wäre Texas ein eigenständiges Land, hätte es nach Italien und noch vor Brasilien das 10. größte Bruttoinlandsprodukt der Welt. Aber Sirwan, Elon Moschus ist ein Corona-Leugner. Definitiv nicht. Er hat am Höhepunkt der Pandemie Krankenhäusern Ventilatoren für Beatmungsgeräte zur Verfügung gestellt. Er hat 5 Millionen US-Dollar an 2 Forscher in Boston gespendet, die an einem Impfstoff und Diagnosetool für Covid gearbeitet haben. Ja, aber Sirwan, er hat die Lockdowns nicht eingehalten. Das ist leider das Narrativ, das gerne verbreitet wird. Aber die Wahrheit ist, dass er die Lockdowns eingehalten hat, aber als die anderen Autohersteller ihre Fabriken wieder in Betrieb nehmen durften, war Tesla die einzige Marke, die nicht wieder weitermachen durfte. Dagegen hat er sie natürlich aufgelehnt. Weitere 5 Millionen US-Dollar gingen an die Khan Academy. Das ist eine Non-Profit-Organisation, die sich das Ziel gesetzt hat, ein Set von Online-Tools zu erstellen, die Bildung erleichtern sollen. Ich habe dir zu all diesen genannten Aktionen Artikel und andere Nachweise in der Videobeschreibung unten verlinkt, falls du dich selbst weiter hineinlesen möchtest. Ja, Sirwan, alles schön und gut, aber das kann er alles von der Steuer absetzen. Tja, kann er. Aber erstens ändert das nichts daran, dass er diese guten Dinge getan hat und zweitens, an der Absetzbarkeit von Spenden ist nicht er schuld. Wenn dich das stört, dann musst du wohl mit dem Finger auf die jeweilige Regierung zeigen. Aber ich finde es schon gut, dass man Spenden absetzen kann. Unabhängig vom Motiv sind Spenden in der Regel etwas Gutes. Was er auch von den Steuern absetzen kann, ist sein Privatjet.
Den braucht er aber, weil er tatsächlich mittlerweile Fabriken und Standorte auf der ganzen Welt hat. Damit sind nicht nur Tesla-Gigafabriken gemeint. Überall, wo Tesla oder Starlink operiert, müssen diese Unternehmen Standorte mit Mitarbeitern haben. Und das sind inzwischen die meisten Länder der Welt. Darüber hinaus hat er keinen anderen Schnickschnack. Keine Yacht, er macht keine Urlaube, er hat keine besonders teure Kleidung, Villen oder sonstiges. Er schläft wie ein Nomade, entweder in seinen Fabriken, Büros oder bei Freunden auf der Couch. Vielleicht sollte er sich hin und wieder mal ein Hotel mit einem guten Bett gönnen, denn er hat in letzter Zeit immer mehr Rückenprobleme. Okay, Sivan. Seine Rückenprobleme sind mir egal. Er hat diesen einen Typen auf Twitter Pedo genannt. Das stimmt, das war echt nicht angebracht. Und ich musste auch an dieser Stelle sagen, dass ich nicht mit allem übereinstimme, was er auf Twitter von sich gibt. Aber rat mal was, er ist genauso ein Mensch wie du und ich. Ich bin nicht religiös, aber ich möchte gerne mit einem biblischen Zitat aufwarten. Wer unter euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Was ich damit sagen will, ist, dass Elon ein Nerd ist, der zufällig extrem reich und einflussreich geworden ist. Steigt ihm das manchmal zu Kopf? Ja. Er hat die Sache mit der Beleidigung zurückgenommen und sich entschuldigt. Menschen machen Fehler. Was ich aber nicht unbedingt für einen Fehler halte, ist, dass er bei Joe Rogan an einem Joint gezogen hat. In Texas ist das legal. Und er ist ein erwachsener Mensch. Er arbeitet 100 Stunden die Woche. Wenn er mal bei Joe Rogan etwas Verrücktes macht, dann lass ihn doch bitte. Manche tun jetzt so, als ob er ein Junkie wäre. Auch Neil deGrasse Tyson hat dazu gemeint, die Leute sollen ihn doch bitte in Ruhe lassen. Vielleicht ist er süchtig nach Arbeit, aber das ist seine Sache. Was kontrovers ist, ist, dass er nicht die gleiche, aber eine ähnliche Arbeitsmoral von seinem Personal erwartet. Nun, da seine Unternehmen die beliebtesten Arbeitgeber der besten Unis der Welt sind, kann er von denen viel erwarten. Wenn ich das Privileg hätte, eine Top-Uni zu absolvieren, dann würde ich für 2 Jahre zu SpaceX oder Tesla gehen, Burnout riskieren oder gar abholen, ein Jahr Pause machen und dann mit dieser Referenz entweder etwas Eigenes machen oder einen neuen Arbeitgeber finden und mich von dem gut bezahlen lassen. Elon überlebt diese viele Arbeit auch schon seit Jahrzehnten. Unsere Generation ist viel zu verweichlicht. Es wird ja auch keiner gezwungen, bei diesen Firmen zu arbeiten. Jeder weiß, worauf er oder sie sich einlässt, wenn sie bei Tesla oder SpaceX beginnen. Alle sind freiwillig dort. Jeder, der Abgänger einer seiner Unternehmen ist, bekommt super Posten in einer anderen Firma und kann super Gehälter verlangen. SpaceX wirkt hier wie die Kaderschmiede des New Space. So gesehen ist das doch etwas Tolles. Ja, aber Sirwan, er zahlt keine Steuern. Und wieder muss ich dir da widersprechen. Er hat zwar aufgrund seiner Anteile an den gedeihenden Unternehmen ein großes Vermögen, aber Vermögen ist nicht besteuert in den USA oder sonst irgendwo. 2021 hat er tatsächlich 11 Milliarden US-Dollar Steuern abgeführt. Das ist die größte von einer Person gezahlte Steuersumme in der Geschichte der USA. Und das zusätzlich zu den ganzen anderen Wohltaten für die Gemeinschaft. Das Steuersystem ist nicht deine Schuld. Das ist unfair, wenn man ihm das anlastet. Da muss man wohl die Politiker fragen, was hier los ist und wie man diese Situation verbessern kann. Und jetzt kommt ein sehr heikles Thema. Vor einigen Tagen ist ein Artikel auf Business Insider erschienen, den ich euch in der Videobeschreibung verlinke natürlich. Darin wird Elon vorgeworfen, dass er jemanden sexuell belästigt haben soll. Darauf werde ich nicht eingehen, denn ich war nicht dabei. Das sind ernsthafte Anschuldigungen. Niemand sollte so etwas auf die leichte Schulter nehmen. Da steht es mir nicht zu, aber auch nicht irgendwelchen anderen Medien, hier zu urteilen, ohne Beweise zu haben. Das ist alles, was ich dazu sagen kann und will, weil ich hier nichts sagen kann, ohne mich selbst angreifbar zu machen. Sexualstraftaten sind ernste Angelegenheiten, die nicht in meine Expertise fallen. Das sollen die Gerichte und Anwälte unter sich ausmachen. Also was sagst du? Hat Elon Musk viel zu viel Macht? Setzt er seine Macht bösartig oder gutartig ein? Oder etwas dazwischen? Ist er wahnsinnig oder ein Pionier? Tut er mehr Gutes oder Schlechtes für die Welt? Schreib mir deine Gedanken in die Kommentare. An dieser Stelle geht ein großer Dank raus an meinen Spion in Kalifornien, Mr. Ari Damos. Danke für deine Hilfe bei dieser Ausgabe. Auch ein großer Dank geht an all meine neuen und alten Unterstützer auf YouTube und Patreon. Wenn auch du mich unterstützen möchtest, findest du alle Infos dazu in der Videobeschreibung unten. Danke fürs Einschalten. Per aspera, ad astra.